Herr Präsident, meine Damen und Herren, es gibt auf unserer Erde 10.000 Atomsprengköpfe, davon 4.500 in der NATO. Das heißt, die Menschheit ist in der Lage, sich vielfach und vollständig zu vernichten. Den Sinn konnte mir noch niemand erklären. Und ich begrüße deshalb ausdrücklich, dass ich glaube, sogar als erster amerikanischer Präsident seit dem Besitz von Atomwaffen Obama jetzt erklärt hat, er will eine atomwaffenfreie Welt. Und daran haben wir in jeder Hinsicht zu arbeiten. Der Vertrag von 1968 über die Nichtverbreitung von Atomwaffen enthält ja drei verschiedene Verpflichtungen, nämlich einmal die Verpflichtung auf Abrüstung, die nicht erfüllt wurde, zum zweiten das Verbot der Verbreitung von Atomwaffen und zum dritten die Zusage auch an eine friedliche Nutzung von Atomenergie, egal wie wir jetzt dazu stehen. 189 Staaten, das darf man nicht vergessen, haben diesen Vertrag unterschrieben und ratifiziert. 189 Staaten. Nur nicht Indien, Pakistan und Israel. Nordkorea ist 2003 ausgetreten. Ein weiteres Problem. Die letzte Überprüfungskonferenz fand 2005 statt und brachte nichts, da die USA damals an Abrüstung noch nicht interessiert waren. Es gibt inzwischen mindestens oder sicher 8 Nuklearmächte. Die USA, Russland, China, Großbritannien, Frankreich, Indien, Pakistan und Israel. Bei Nordkorea besteht Unsicherheit und es wird dem Iran vorgeworfen, Atomwaffen herstellen zu wollen. Das alles bereitet große Sorgen. Aber nicht nur wegen Nordkorea und Iran, sondern zum Beispiel auch wegen Pakistan, wenn man an die instabile Situation in diesem Land denkt, an die Rolle der Taliban und so weiter. Auch bei Indien darf ich Sie an den Kaschmir-Konflikt und andere Dinge erinnern. 2000 war ich in Indien und habe mit dem damaligen indischen Außenminister gesprochen. Und das war wirklich interessant, was der mir erzählt hat, das will ich ihm erzählen. Da habe ich pflichtgemäß natürlich kritisiert, dass Sie gerade Atomwaffen bauen. Dann hat er zu mir gesagt, waren Sie eigentlich für oder gegen den Jugoslawienkrieg? Habe ich gesagt, ich war dagegen. Dann sagte er zu mir, hatte Jugoslawien Atomwaffen? Sage ich, nein. Dann sagte er zu mir, glauben Sie, Belgrad wäre bombardiert worden, wenn Jugoslawien Atomwaffen gehabt hätte? Das war seine Antwort. Das war seine Antwort. Es ist nicht so, dass ich darauf nichts geantwortet habe. Aber was mir klar geworden ist, wir können glaubwürdig den Verzicht auf Atomwaffen nur durchsetzen, wenn die Atommächte ernsthaft abbauen, ihre Atomwaffen bis hin zu null. Einen anderen Weg gibt es nicht. Sonst bleibt das ein Privileg. Ein Privileg, wo immer wieder Staaten sagen, sie wären ja nur angreifbar, wenn sie selber die Atomwaffen besitzen. Und das genau müssen wir abbauen. Also, wir begrüßen den Vorschlag von Obama und ich sage, es ist auch zu begrüßen, dass er mit dem russischen Präsidenten zusammen einen neuen Staatsvertrag abschließen will. Es ist auch zu begrüßen, dass er gesagt hat, er verzichtet auf Atomtests. Auch das ist nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, dass wir diesen Weg gehen müssen. Ich sage es noch einmal. Wenn die Atommächte sich jetzt vereinbaren, wie sie schrittweise die Atomwaffen abbauen, bis zur Zahl Null, dann sind sie auch berechtigt, nicht nur zu fordern, sondern international durchzusetzen, dass nirgendwo mehr und zu keinem Zeitpunkt eine einzige Atombombe gebaut wird. Genau das muss das Ziel sein. Von Deutschland ging im letzten Jahrhundert der schlimmste Krieg aus, der Zweite Weltkrieg. Deshalb müssen wir an Abrüstung ein besonderes Interesse haben. Und wir müssen hier auch Signale ganz besonders zum Ausdruck bringen. Auch Deutschland kann einen Beitrag zur nuklearen Abrüstung leisten. Das Erste wäre, dass wir den Abzug der noch vorhandenen US-Atombomben in Deutschland fordern. Wer braucht denn diese Atombomben? Die Deutschen am allerwenigsten, Europa nicht und die USA auch nicht. Wir können diese Atomwaffen loswerden. Und wenn Obama glaubwürdig ist in seinem Wunsch nach atomarer Abrüstung, hat er nicht ein einziges Argument, weshalb er dringend die Atomwaffen in Deutschland belassen will. Das müssen wir nutzen. Und deshalb gibt es Anträge, die das fordern, dass der Bundestag das auch beschließt. Das Zweite ist, wir müssen einen eindeutigen Verzicht auf die nukleare Teilhabe in der NATO durch die Bereitstellung von Trägersystemen, von Bundeswehrpersonal oder durch anderweitige Unterstützung setzen. Auch das ist möglich. Griechenland und Kanada haben keine nukleare Teilhabe in der NATO. Die waren die Ersten, die diesen Weg gegangen sind. Deutschland muss jetzt diesen Weg gehen. Interessant ist, dass die Union dagegen ist. Sie wollen weder, dass die Regierung aufgefordert wird, mit der amerikanischen Regierung zu verhandeln, die Atomwaffen aus Deutschland abzuziehen, und schon gar nicht wollen sie die nukleare Teilhabe in der NATO aufgeben. Die Bundeskanzlerin hat das ja hier begründet in der Bundestagsdebatte am 26. März 2009. Und ich darf zitieren, sie hat wörtlich Folgendes gesagt. Sie hat gesagt, wir sollten gut aufpassen, dass wir Ziel und Weg nicht vermischen.
Und das Zweite, die Bundesregierung hat deshalb die nukleare Teilhabe in der NATO im Weißbuch verankert, weil wir wissen, dass sie unseren Einfluss im Bündnis sichert. Das ist eine Denkweise aus dem Kalten Krieg, die wir heute überhaupt nicht mehr gebrauchen können. Wollen Sie denn ernsthaft sagen, dass Kanada und Griechenland keinen Einfluss in der NATO haben, nur weil die auf die nukleare Teilhabe verzichtet haben? Bei unserer Geschichte hätten wir die Ersten sein müssen, die verzichten. Nun können wir die Ersten nicht mehr werden. Nun lassen Sie uns wenigstens die Dritten werden. Also, wir unterstützen auch den Antrag der Grünen, der ganz ähnlich unserem Antrag ist. Der Antrag der FDP ist auch ähnlich, mit allerdings einem Mangel. Was die nukleare Teilhabe betrifft, so kritisieren Sie die in Ihrem Feststellungsteil. Aber im Antrag kommt der Verzicht nicht zum Ausdruck, was ich schade finde, denn die Bundesregierung müsste aufgefordert werden, diesbezüglich einen anderen Weg zu gehen. Und nun muss ich Ihnen sagen, Herr Steinmeier, das ist ja ganz schön, dass Sie das hier verkünden, aber in dem Antrag von Union und SPD nicht einen Halbsatz, nicht einen Halbsatz zu den amerikanischen Atomwaffen in Deutschland, nichts dagegen, dass wir eine nukleare Teilhabe in der NATO haben. Jetzt werden Sie mir erklären, dass das wieder an der Union liegt. Die Erklärung kenne ich ja nur seit vielen Jahren. Und ich sage Ihnen, das ist ein Problem. Und das Problem besteht in Folgendem. Es gibt von der Bevölkerung gewählte politische Mehrheiten im Bundestag, die nichts erreichen, weil die politische Konstellation dagegen spricht. Erklären Sie mal den Leuten, dass es eine Mehrheit gibt, nämlich SPD, Grüne und wir, die für den gesetzlichen Mindestlohn ist, aber er ist nicht zu beschließen im Bundestag. Erklären Sie mal den Leuten, dass es eine Mehrheit gibt von SPD, Linken, FDP, die wollen, dass die Regierung aufgefordert wird, dass so schnell wie möglich die amerikanischen Atomwaffen aus Deutschland verschwinden und wir auch auf die nukleare Teilhabe in der NATO verzichten. Aber trotz dieser Mehrheit kommt kein Beschluss diesbezüglich zustande. Es gibt eine Mehrheit, die will das Staatsziel Kultur im Grundgesetz, aber auch diese Mehrheit kommt nicht zustande. Und sie kommt nicht zustande, weil sie sich regelmäßig der Union unterordnen. Nur dann müssen Sie das auch im Wahlkampf sagen, dass Sie Versprechungen machen in die ganze Welt hinein. Sie haben nur nichts damit zu tun, weil letztlich die Union entscheidet, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Das ist die Konstellation, mit der wir es gegenwärtig im Bundestag zu tun haben. Herr Kollege, deshalb ist das Ganze nicht glaubwürdig, Herr Präsident, und ich bin schon fertig. Ich war sowas von diszipliniert. Ja. Dankeschön. Und ich hoffe, wir werden die Atomwaffen so schnell wie möglich los. Ja.